Morgen. Trotzke, Zimmer 10. Guten Appetit. Aber was machst du hier? Hätte ich nicht gestern hochkant aus dem Turnier geschmissen? Ich stell dir vor, manche Männer arbeiten lieber, oh, statt ihrer besseren Hälfte auf der Tasche zu liegen. Ach, wehrlosen Hausfrauen überteuerte Staubsauger aufspatzen gilt neuerdings als ehrliche Arbeit? Ich habe gerade 5 Geräte an die Putzkolonne vom Hotel verdickt. Was hast denn du vom Frühstück Großes vollbracht? Ne? Hör doch gar nicht hin. Bis später, Süße. Und denk noch mal über mein Angebot nach, ne? Nehme ich. Brauche ich. Man schwirrt ja die ganze Zeit um dich herum. Der klebt an dir wie eine feuchte Nudel. Was? 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 Der Blick ist neu. Ach ja. Ah ja. Wir kennen alle deine Blicke. Den enttäuschten Blick, den wütenden Blick, den Eddie, ich bring dich um Blick und das ist meine Nummer 1, den ich liebe dich trotzdem, mein süßer Spinner Blick. Aber der ist neu. Ich nenne ihn den, wir müssen reden, Eddie, so geht das nicht mit uns weiter Blick. Ich hab mich schon entschuldigt. Gestern Nacht vor deiner Tür. Ich weiß genau, dass du mir zugehört hast. Eddie. Jetzt nicht, Kevin. Stör ich? Nee. Ja. Nee, ich wollte ja auch gar nicht. Jetzt sitz ihm mal hin. Ich. Geh! Bleib. Ich brauche ja erstmal noch einen Löffel für mein Müsli. Aber kann ich euch beiden vielleicht was vom Gesicht? Nein! Sagen? Wir sollten uns nicht immer streiten vor ihm. Das ist belastend für ein Kind, wenn seine Eltern. Wir sind nicht seine Eltern. Ja, ich als sein Mentor bin schon so weit wie sein. Wir sind nicht seine Scheißeltern. Ich bin gerade mal ein paar Jahre älter als er. 13 Jahre, wenn man es genau nimmt. Sorry, der kam jetzt. Bitte drüber. Manu, ich meine doch nicht, dass du alt bist oder so. Manu, komm, bitte setz dich, da hast du noch eine Schrippe auf dem Teller. Was sollte der Scheiß da draußen? Wovon redest du? Du wolltest mich gewinnen lassen. Was? So was will ich doch nicht machen. Lüg mich nicht an. Ich weiß selber, dass ich nicht in Form war. Du hättest mich 3-1 massakrieren müssen, aber nee, du schenkst mir erst 4 Sets und dann verkackst du nicht ein, nicht zwei, sondern 6 verdammte Matchstarts? Wie blöd hältst du mich denn? Ich wollte eine Freundin machen. Sag das nochmal. Wollte halt eine Freundin machen! Lächerlich hast du mich gemacht! Vorm Publikum und vor Manu! Ich bin Eddie Frotzke, die Wespe, deutscher Meister 97 und 99! Mann, das war vor über 20 Jahren! Ja, und wenn schon? Jeder hat mal ein schlechtes Jahrtausend! Ich wollte halt bloß, dass du vor der Manu gut dastehst. Als ob ich das nötig hätte! Sie ist meine Frau, verdammt! Ja, und warum will sie dich dann verlassen? Was hast du gesagt? Hm? Will mich verlassen? Spuck's raus, Kevin! Was hat sie dir erzählt? Hat sie etwa einen anderen? Schreck mit mir, Kevin! Das fragst du sie am besten selber. Von ihr. Bist du satt? Oder willst du einen Nachschlag? Okay, beruhig dich, komm. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Trotzdem. Egal, komm jetzt. Du gehörst angelangt, Protzke. Komm jetzt, egal, komm. Was war denn das jetzt schon wieder? Manu. Ich hab neulich geträumt, ich stehe halbnackt auf der Bühne und hab deine Cowboy-Stiefel an. Ich weiß jetzt, was das bedeutet. Ich hab deine Stiefel an, damit du nicht wegrennen kannst. Sag mal, seit wann gibst denn du was auf Träumen? Kevin sagt, du willst mich verlassen.